Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind in einem neuen Matchup und zwar auf der Karte Shacklers Plateau, die altbekannt ist, zwischen dem roten Zerg-Spieler MT Yogo, der rechts oben spawnt, und dem blauen Protoss-Spieler Bofinjek. Und dieses Spiel wurde high rated auf in diversen Foren, und während meiner Abstinenz habe ich natürlich nicht aufgehört, in diesen Foren zu schmökern und zu gucken, ob ich euch einige Schmankerl damit bringen kann, und dieses ist eines aus meiner Abwesenheit. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, wie gesagt, neues Layout, es gibt keinen Banner mehr bei mir. Ich habe den entfernt, aufgrund dessen, dass halt die neueren Replays auf jeden Fall diesen Hide-Button haben. In den älteren Replays, sollte ich da noch ein, zwei Matches kriegen, werde ich auf jeden Fall den Banner wieder einfügen. Bis dahin bleibt erstmal ohne Banner, ist, denke ich mal, auch für euch besser. Dann kann man auch sehen, wenn hier ich auf die einzelnen Tabs gehe, ist es auch mal in Übersicht auf jeden Fall genüsslicher für euch zu sehen. Wir sehen gerade hier von Yogo den Extractor-Track, und ich muss sagen, dieser MT-Clan, der kam mir sehr bekannt vor. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt und geguckt, wer ist denn damit drin. Und zwar den Leuten, die mich schon sehr, sehr lange abonniert haben, denen wird auffallen, wenn ich den Namen jetzt sage, und zwar MT Dystar. Dieser ist einer der Spieler aus dem Craft Cup, aus denen ich ja diverse gecastet habe. Und diesen beiden sozusagen Clan-Mates, und der Yogo ist ein sehr, sehr guter Zerg-Spieler, ist, glaube ich, in den High Diamond und Court, es ist auf jeden Fall in der Grandmaster League. Nee, in der Master League ist er aber nicht in der Grandmaster League, soweit ich mitgekriegt habe, aber er ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und der Bofinjek ist genauso ein guter Spieler für sein Kaliber, und man muss dafür auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und außerdem geht es ja auf Shacklers Plateau generell immer heiß her, ist ja immer eine riesige Karte. Wir müssen aber festhalten, dass gerade Bofinjek direkt die Forge gesetzt hat, und ich hoffe, dass es kein Cannon Rush wird. Ganz, ganz ehrlich, ich sollte kein Cannon Rush werden, das wäre echt so mies. Spawning Pool für Yogo schon mal auf dem Weg jetzt hier. Und die Probe bleibt natürlich erstmal unter Beschuss von der Drone, also die hat da kaum eine Chance gerade wegzukommen, flüchtet jetzt einfach mal und merkt, okay, hier no Cannon Rush, er könnte jetzt versuchen hier hinzusetzen, wollte auch scheinbar gerade, doch er macht's auch. Der macht einen Warlock mit den Pylons. Ah, okay, Bofinjek, er ist jetzt hier ganz, ganz krass dabei. Ist jetzt kacke dreist und macht jetzt auf jeden Fall hier erstmal die Choke zu für den Zerg-Spieler. Und das ist natürlich erstmal nicht die feine englische Art, wie man sagen würde. Ist aufgrund dessen auch gerade erstmal schön Supply blockt. Aber wie gesagt, jetzt die erste Cannon am Weg. Und da muss auf jeden Fall Yogo jetzt aufpassen, dass er versucht, da aus der Belagerung erstmal wieder herauszukommen. Baut auch erst die ersten Zerglinge. Spawning Pool ist bereits fertig, und direkt das Baneling Nest hier auf dem Weg. Will auf jeden Fall einen Baneling Bust hier versuchen. Wir sehen beide mit 20 Supply komplett gleich auf. Das Income Tab verrät aber, dass gerade jetzt auf jeden Fall der Spieler Bofinjek mit mehr Harvest am Start ist. Und jetzt auf jeden Fall Yogo dabei mit Yes, mein Lord, also ja, mein Herr. Und ich weiß nicht genau, womit das im Zusammenhang steht, aber das lassen wir einfach mal hier so im Raume stehen. Die Queen für Yogo erstmal fleißig hier am Lava rauspusten, und wir haben die erste Expansion für Bofinjek, was der ganz klasse ist. Also er contaminated, also sozusagen setzt den Spieler unter Druck und geht, wenn das nicht, auf die Expansion. Ganz, ganz klassisch und ganz, ganz wichtig. Und ihr seht auch gerade Metabolin schon für die Zerglinge vom Spieler Yogo. Also er will jetzt auch nicht hier tatenlos zusehen und sich nach und nach hier mit den Cannons hier unter Druck setzen lassen. Zumal gerade nur eine einzige Cannon steht. Und dementsprechend will er erstmal ganz in Ruhe das Ding hier angehen. Wir sehen hier vorne den Overlord in Position, geht auf die Middle Expansion, wie gesagt, Shacklers Plateau, neue Version, das heißt keine Rocks mehr zwischen den Basen, sondern nur in der Mitte. Wir sehen jetzt hier oben auf jeden Fall noch den Overlord, und da sieht man auch, dass er gleich in Position kommt und dann auch sicherlich schleunigst die Expansion erspähen wird. Langsam aber sicher morphen die ersten Banelinge rein. Ich bin gespannt, ob 5 schon reichen. Da kommt die Queen mit rein, zieht das Feuer rauf. Da kommen die Banelinge, ziehen aber nur 2 Pylons. Oh, das ist auf jeden Fall übel. Die Floating Cannon ist nicht ganz down, aber er hat auf jeden Fall genug Zerglinge. Er könnte versuchen, mit den Zerglingen reinzugehen. Wir haben insgesamt jetzt einen auf dem Spielfeld, aber 6 waren in Produktion. 8 sogar. Jetzt Creep Tumor kommt auch sofort, also 2 gehen. Ich schreibe jetzt Baneling IA. Ah, sicherlich für die künstliche Intelligenz der Banelinge. Und zwar, dass sie es nicht geschafft haben, jetzt hier die Cannon down zu kriegen. Aber egal. Spielt ja in dem Fall keine Rolle. Die Expansion ist bereits am Start für Yogo. Und währenddessen ist er auf jeden Fall... Und er gemeint, er hätte einen Nidus Worm erwartet, aber nichts kam dergleichen. Er hat jetzt hier schön 3 Cannons gesetzt, 4. Cannon am Start. Eben, er weiß von den einzelnen Banelingen, muss einfach aufpassen. Da ist sofort jetzt hier... Und er sagt jetzt hier, 5 Baneling hat er gebraucht dafür. Und er braucht auf jeden Fall so viel in der Schnelle. Okay, den Deal nehme ich an. Einfach aufgrund dessen, was wir jetzt auch sehen werden, und zwar, dass auf jeden Fall der Spieler Bofinjek
so viel Ressourcen mehr verloren, 75, was am Anfang des Spiels schon etwas ausmacht. Wir sind auch gerade jetzt hier die Kenners dabei. Nur ein Pilot Deathgrass gerade powered und wie gesagt, der Overlord ist in Position. Hier vorne warten gerade die einzelnen Zerglinge auf ihre Gelegenheit. Hydra denn für den Zerg-Spieler, um natürlich auch die Expansion hier auf dem Weg. Diese wird auch gleich fertig sein und ich finde den Weg auf die Hydra sehr, sehr interessant. Auch die Roach ist gleich dazu gesetzt. Oh, ich habe mich geirrt. Gar keine Hydra denn. Das war ein Fehler von mir. Und zwar Roaches, er will schon mal so einen halben Roach-Bast versuchen, hat auch direkt jetzt hier den Leertech in Auftrag gegeben und schön weiter den Creep gespreadet mit den Queens, um hier weitere Cannons hier zu versuchen und zu verhindern, dass hier irgendwie ein Baneling-Bast auf den Weg kommt. 5 Drones gerade jetzt für den Spieler Yogo, was sag ich schon, Logo, meine Güte. Ganz einfach, ganz wichtig für ihn, damit er jetzt auf jeden Fall sein Income nach oben pusht. Ihr seht noch gerade jetzt hier, dass der Befindig mit 44 Harvestern wesentlich besser dran ist als sein Kontrahent. Hat auch gerade jetzt hier die beiden Gasdog genommen. Wir sehen gerade Load Speed und das Burrow Upgrade. Dazu kommt gerade die erste Evolution Chamber. Und wir sehen auch jetzt hier zwei weitere Gateways. Er hat hier vorne ein Gateway. Gerade hier hinten kein Gateway. Baut hier aber gerade fleißig Gateways und hat jetzt schon 7 Gateways. Meine Fresse, was geht denn gerade jetzt ab? Noch eine Pylon dazu. Also hier vorne noch ein, hatte noch gesetzten Pylon. Sehr, sehr schön. Bodenwaffen Level 1 in Auftrag. Also er will scheinbar jetzt wirklich hier auf die harten gehen und zwar in Form der einzelnen Gateway-Units. Wir sehen auch hier gerade die Roach Spawn arbeitet fleißig am Roach-Spiel. Wir haben sofort geschossen, Level 1 auch in der Evo-Chamber in Auftrag gegeben. Und da finde ich sehr, sehr gut, die Zerglinge spalten sich auf, gucken jetzt hier, ob die nächste Position, ob der Protospieler bereits expandiert hat, aber bisher nichts am Start. Income-Tap zeigt langsam, aber sicher kommt der Zerg-Spieler an seine Kontrahenten heran. Dieser ist aber dabei, wie gesagt, fleißig jetzt auch die Halluzination zu erforschen, was ein witziger Zug ist, muss ich mal sagen. Er hat nämlich bisher gar nichts gebaut, baut erstmal jetzt ein, zwei Halluzinationen und ich bin gespannt, ob das wirklich dem Spieler Yogo jetzt hier zum Verhängnis wird oder nicht. Wir sehen die erste Robotics Bay jetzt auf dem Weg und dann kann man sehen hier sozusagen 7 Gate into Robo, selten gesehen, aber trotzdem hoffentlich effektiv für ihn. Wir sehen gerade jetzt hier, der Roadspeed wird fertig, hier oben ist der Overlord dabei, scoutet auf jeden Fall die Gateways. Wir gucken jetzt mal, was Yogo gesehen hat und zwar hat er gesehen 2 Gateways und ich denke, er hat die Robotics auch noch gesehen. Ganz, ganz wichtig, Gräberklauen wird gerade jetzt erforscht und damit ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also der Roach One arbeitet hier fleißig weiter, währenddessen ist kein Bailing Speed fertig und auch kein Bailing Speed in Auftrag. Wir haben sofort hier die Robotics Bay und das kann ich nicht ganz verstehen. Sicherlich denkt der Protospieler, okay, er geht auf Mars Bailing, Mars Zergling, hat aber auch keinen Observer oder währenddessen in Produktion, kann also nicht rausfinden, was es gebaut wird. Und ich kann nur so spekulieren, dass der Spieler versuchen wird, mit den Halluzinationen Kolossi zu erzeugen, um dann den Gegner zu versuchen einzuschüchtern. Muss er gerade jetzt hier sein Gateway abreißen, weil er eben keine Möglichkeit hat, aus dieser Choke rauszukommen. Gerade jetzt der erste Observer in Auftrag. Wir sehen eine weitere Hatchery hier von Yogo. Und das ist ganz, ganz wichtig. Er muss auf jeden Fall vorne dranbleiben. Als Zerg-Spieler braucht man immer eine Expansion mehr als ein Kontrahent. Das ist euch ja sicherlich bereits zu Genüge bekannt. Wir schossen Level 2 in Auftrag und der Spire kommt jetzt. Und ich denke, dass Profinik das irgendwie riechen wird. Hat jetzt gerade jetzt mal in Ruhe die Expansion geklärt. Da kommt der Observer und ich bin gespannt. Hat er eine Ahnung davon? Er hat auf jeden Fall keine Ahnung, dass da irgendwas kommt in die Richtung. Baut gerade erstmal selbst eine zweite Expansion auf und jetzt müsst ihr gucken, bin gespannt, was passieren wird. Jetzt sind hier oben einige Roaches am Start. Ich denke, sie vermuten, dass sie kommen. Die Spesen jetzt hat auf jeden Fall den Spieler gesehen. Erste Kolossi in Auftrag, dazu ist hier Bodenpanzer Level 1. Bodenwaffen sind bereits fertig, aber auch die Geschosse für die Roaches sind auch bereits fertiggestellt. Also wir haben jetzt hier sozusagen 1-1 für beide Spiele. Dazu kommt erstmal hier Thermal Lens Upgrade. Die Gräberklauen sind fertig. Das heißt also, die können sich eingraben und auch unterirdisch bewegen. Und damit hätten sie auf jeden Fall einen taktisch enormen Vorteil. Da oben warten die Einheiten. Kein Kolossi bisher am Start. Wartet erstmal ab, ist erstmal dabei, wirklich in der Basis jetzt hier auch versuchen, seine Base sichern. Und ich finde, das ist ein bisschen zu krass, was er gerade hier macht. Einfach mal 6 Foten kennen. Das sind alles Minerals, die ihr anderweitig verbrauchen könnt. Für dessen zieht der Zerg-Spieler im Income an ihm vorbei. Und da sieht man auch ganz, ganz klasse, dass er einfach zu viel gerade nutzt. Er hat einen Spire auf dem Weg. Der Observer, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo der Observer von ihm hingeflogen ist. Aber wir können mal gucken, er hat nämlich keine Ahnung, was die Tech-Trees gerade jetzt von ihm sagen. Und er hat nämlich keinen Plan, was gerade jetzt gebaut wird. 6 Folding Cannons, wie gesagt, meiner Ansicht nach ein bisschen dolle.